Pünktlich mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen begann auch die Motorradsaison. Jedoch auch die ersten Unfälle mit Krätern ließen nicht auf sich warten, wie hier am Sonntag in Niederlungwitz bei Glauchau. Gegen 17 Uhr am heutigen Tag ereignete sich hier ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem BKW Golf und einem Motorradgespann Dnieper. Im BKW Golf befanden sich 2 Personen, in der Beiwagenmaschine Dnieper 3 Personen und von diesen 5 Personen sind 4 Personen noch momentan stand schwer verletzt. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Dresdner Straße. An der Kreuzung Lumwitztalstraße, Dresdner Straße bog er nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Seitenwagengespann. Infolge der Kollision überschlug sich dieses. Der 51-jährige Motorradfahrer, seine 49-jährige Sozia und der 26-jährige Insasse des Seitenwagens erlitten schwere Verletzungen. Auch die 22-jährige schwangere Beifahrerin im VW wurde schwer verletzt. Der VW-Fahrer selbst blieb unverletzt. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen wurden mit Rettungswagen abtransportiert. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden noch Zeugen gesucht. Es wäre schön, wenn sich jemand melden würde, der den Unfallhergang genau beobachtet hat. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Die Feuerwehr kam zum Abbinden auslaufender Betriebsmittel zum Einsatz. Gerade zum Saisonauftakt der Gradfahrer rät die Polizei, sich nach der winterlichen Fahrpause auf die Maschine langsam einzustellen. Die Motorradfahrer sollten auf alle Fälle nochmal ihre Sicherheitshinweise überprüfen, also ein Vortraining eventuell durchführen, beziehungsweise wirklich vorsichtig in die Saison starten, weil durch das halbe Jahr stehen man doch einiges verlernt hat. Das Fahren mit dem Motorrad setzt immer voraus, dass ich die Fehler von den Autofahrern mit beachte und dort sehr vorausschauend fahren muss. Doch auch die Pkw-Fahrer sollten ab jetzt wieder verstärkt auf die zweirädrigen Verkehrsteilnehmer achten.